In der Bude, das ist der gute alte NK, Niklas Krummhorn. Schönen guten Abend. Grüß dich. Alles in Ordnung? Alles frisch. Die bei dir? Die blaue Mütze auf? Ich hab blaue Mütze. Na, hier mit den zwei Augen und den Bärtchen hier. Krümelmonster oder was das ist. Ja, Cookie Monster, aber nee, habe ich nicht auf. Sehr gut. Ja, also, wir kommen natürlich auch zu euch, MTW. Ja, eure Saison, ihr seid als Dritter hier aus der Cup-Phase rausgegangen, 150 Punkte eingesammelt, seid der Titelverteidiger hier in diesem Rennen, mit Mausbots natürlich auch einen harten Konkurrenten, MyCupBV, die auch sehr viel trainieren, und jetzt steht man hier Des Energy gegenüber. Was ist euer Geheimrezept jetzt hier für diese Gruppenphase, Gruppe B? Einfach so spielen, wie wir sonst auch spielen eigentlich. Also ein bisschen unsere Stärken, das kommt über mehr oder weniger über diesen Zusammenhalt im Team. Ja. Und wir haben alle genug Erfahrung, um zu wissen, wie man solche Spiele gewinnen kann. Deswegen werden wir uns einfach auf unsere Erfahrungen beruhen. ESL One Qualifier komplett schon abgehakt. Da lief es ja nicht ganz so 100% zusammen. Ich habe da auch lange mit Hupen drüber gesprochen, abgehakt. Letztes Wochenende. In München, ich weiß. Ja, und er hat es nicht ganz so gesehen. Wo warst du eigentlich? Ich wäre gerne gekommen, so aber du hättest mich auch besuchen können. Du warst ja eigentlich schon, ne? Dran, ne? Ja, ja. Nee, ich wäre gerne gekommen, aber hatte noch ein Seminar. Ja. Aber zurück auf Frage. Ja. Bei mir persönlich ist es schon abgehakt. Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Natürlich ist es schade, dass man jetzt nicht an so einem prestigeträchtigen Turnier wie der ESL One jetzt hier teilnehmen kann. Aber wenn man sich anschaut, was für andere Teams da beispielsweise rausgeflogen sind, oder wer sich das Teilnehmerfeld anschaut, dann keine Schande. Glaube ich, geht das schon in Ordnung. Ja, wenn man nur rein auf die Stats schaut vom E-Bot, seid ihr alle mit einer 1, irgendwas Rate ganz gut unterwegs. Einziger ist NKY, der Pascal, euer Youngster im Team mit 0,82, bei dem es phasenweise mal ganz gut läuft, dann gibt es wieder andere Phasen, wo es nicht ganz so gut läuft. Ich finde allerdings, dass er sich offline bisher mal ganz gut präsentiert hat. Da erkennt man zwar immer noch so ein paar kleine Fehlerchen, aber das ist dann einfach die Erfahrung. Hat man dem jetzt für die Finals nochmal ein bisschen, oder für die Finals sage ich schon, für die Gruppenphase hier nochmal ein bisschen was mitgeben können oder auch beispielsweise nach den Events nochmal ein bisschen analysiert und Demo-Schulungen gemacht mit ihm? Nee, nicht wirklich eigentlich. So, wir wissen eigentlich selber, die Fehler, die wir gemacht haben, die sind schon während des Matches immer bewusst. Die werden natürlich auch während des Matches vielleicht sogar schon angesprochen, wenn nicht nach den Matches direkt. Wenn dann so mit ad acta gelegt. Und auf dem Weg haben wir eigentlich nichts weiteres. Ich meine, er weiß selber, was er machen muss, um selber gut dealen. Und ja, das wird schon auf jeden Fall, da bin ich zuversichtlich. Ja, gehen wir mal davon aus, ihr schafft dieses Match jetzt hier gegen Des Energy. Danach würde vielleicht Mausbots folgen. Gab es da eine besondere Vorbereitung bei euch im Training jetzt, auf welche Map es bestenfalls hinauslaufen soll, ohne dass du sie jetzt natürlich nennst, und vielleicht auch andere Taktiken? Also wir haben alle, glaube ich, ihre Matches am Wochenende verfolgt, aber explizit auf sie vorbereitet haben wir uns halt überhaupt nicht. Also wir haben ihre Matches verfolgt, haben natürlich hier für sie mitgefiebert, weil sie natürlich ein deutscher Vertreter waren auf einem internationalen Event, ja. Aber Vorbereitung explizit Mausbots, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht, wir wissen aber, ich glaube schon, auf was es hinauslaufen könnte, aber da machen wir uns jetzt auch gerade keinen Kopf drüber, weil erstmal müssen wir dieses Spiel jetzt hier gewinnen. Ja, dann hoffe ich trotzdem, dass ein Team wie MTW und vor allem auch Titelverteidiger der EPS da trotzdem durchkommt. Wann wird denn der große Name da jetzt mitgetragen bei MTW? Gibt es, wenn man den Einzug in die Finals schafft, dann vielleicht nochmal ein Bootcamp vorab? Müssten wir schauen. So, Standpunkt jetzt ist kein Bootcamp eigentlich mehr vor den Finals eingeplant, aber je nachdem, wie wir uns jetzt hier schlagen, wenn wir sehen, okay, es ist noch viel Nachholbedarf, dann könnte man da auf jeden Fall nochmal was vielleicht spontan planen. Ja. Aber Standpunkt jetzt, wie gesagt, kein Bootcamp geplant, falls man wirklich diesen Einzug schaffen sollte. Dann lassen wir uns mal überraschen und drücken da die Daumen, dass dieses Projekt gelingt, auch ohne große Vorbereitung. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg fürs Match. Danke, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal. Danke, viel Spaß, Carsten.